Hallo und Servus. Heute geht's für uns auf den Rechelkopf hier bei Bad Tölz und wir nehmen euch natürlich wieder mit. Viel Spaß. Bei klirrender Kälte und Sonnenschein laufen wir los. Wir kommen direkt an einem kleinen Bachlauf vorbei und verweilen hier kurz. Der Wanderweg führt uns gleich zu Beginn durch den Wald. Wir müssen nur der Beschilderung folgen. Über Wurzelwerk steigen wir weiter auf und kommen an dieser kleinen Hütte vorbei. Der Ausblick ins Tal ist jetzt schon toll. Es geht weiter nach oben und wird steiler. Hin und wieder genießen wir den Blick über die Schulter. Dort unten liegt der bekannte Ort Bad Tölz. Der Weg ist super ausgebaut, Holzstufen erleichtern den Aufstieg. Gerade im Winter ist diese Tour perfekt für Wanderanfänger und Familien. Die Wanderung ist leicht, verspricht aber tolle Ausblicke. Mitten im Wald saugen wir die Stille und die tolle Lichtstimmung der Sonne direkt auf. Es ist total ruhig und die Natur beschenkt uns mit ihrer Schönheit. Weiter oben genießen wir diese tolle Aussicht und machen uns dann an den finalen Aufstieg. Auf den letzten Metern wird es sogar richtig schön winterlich. 2 Stunden sind vom Startpunkt aus angeschrieben bis zum Gipfel. Endlich erreichen wir das Gipfelkreuz des Rechelkopf. Vom Gipfel hast du eine schöne Aussicht ins Alpenvorland und auf die umliegenden Berggipfel wie den Blomberg, der bekannteste Tölzer Hausberg, den Wendelstein, den Staffel, den Jochberg, den Heimgarten oder den Laber.